Hi, Mika. Hi. So, na, holen wir dich mal. Ah! Ey! Ey! Oh Mann! Ha, da wird einer gleich Augen machen. Hallo, Mika. Ey, Olli. Ja, wo kommst denn du auf einmal her? Naja, 1. Mai, tolles Wetter. Ich hab gedacht, ich schau einfach mal vorbei. Ja, ich wollte jetzt eigentlich Grill anfeuern und mal irgendwas zum Essen machen. Und ich hätte da auch schon eine Idee dazu. Nanu, wo kommt denn das auf einmal her? Naja, ein bisschen zaubern muss man ja können. Ich habe doch diesen tollen Gutschein bei Facebook gewonnen für YourBeef. Und ich habe mir ein wunderschönes Dry-Aged Ribeye Steak schicken lassen. Und das, würde ich sagen, verköstigen wir jetzt. Für 3 Leute? 4 ja, Leute? Ein bisschen mehr habe ich schon mitgebracht. Ah. Aber das haben wir in der Kühlung. Ich zeige euch gleich, wie wir es noch zerlegen. Ich habe noch mal ein bisschen Wet-Aged auch mitgebracht aus dem Schlachthof in Ulm. Und wie wir das alles zubereiten, das zeigen wir euch jetzt. Gut, machen wir Folge 40 draus. Genau. Ich sag mal jetzt gar nichts dazu. So, nachdem wir hier dieses Dry-Aged Ribeye Steak haben, das wir wunderschön eingepackt hatten von der Firma YourBeef.de, das lege ich mal auf die Seite, habe ich hier noch von der Ulmer Fleisch, also vom Schlachthof, selber ein Stück Hochrippe geholt, woraus man sieht die wunderschöne Stärke, nochmal so, ja, ich würde sagen, 3 bis 4 großzügige Steaks für den 1. Mai schneiden wird. Das Fleisch habe ich selbst im Kühlschrank nachgereift, sprich einvakuumiert, in den Kühlschrank gelegt, ins unterste Fach, über dem Gemüsefach, das ist das kälteste Fach im Kühlschrank, bei 3 Grad und habe das nachreifen lassen. Das Fleisch hat jetzt exakt 22 Tage in der Kühlung verbracht und ist jetzt auf den Punkt gereift. 28 Tage wären auch nicht verkehrt bei Rindfleisch, vor allem wenn es sehr viel Kollagen und Fetteinlagerung hat. Man sieht, wie wunderbar gemastert das Fleisch ist und was für eine ganz, ganz tolle intramuskuläre Fetteinlagerung das Ganze hat. Und ich würde sagen, ich schneide es jetzt noch auseinander. Wir sehen uns dann am Grill draußen wieder, ne? Hier machen wir heute richtig Feuer rein. Und zwar zusätzlich mit Bambuskohlen. Das waren meine Restkohlen von Gourmetkohle. Die werden mal den Grill so richtig anfeuern. Und grillen tun wir heute wieder auf dem Gussrost. Ich packe dann dabei mal unsere Beilagen auf den Grill. Und zwar ganz einfach nur Kartoffeln, leicht vorgekocht im Salzwasser. Die legen wir bloß außen rum. Vorgekocht deshalb, weil es einfach Riesenmonster sind. Und dann haben wir noch Maiskolben mit etwas Butter. Boah, ich sag's euch, unglaublich die Hitze. Wir sind soweit, um die beiden Steaks auf den Grill zu klatschen. Dazu werden sie jetzt noch verkabelt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum Grill. Das Wet Aged und legen es einmal schön auf die Glut und kommen mit dem Dry Aged hinterher, dass wir hier auch einhängen. Schauen wir, dass wir hier rauskommen und den überschließen. Ich lache mich kaputt. Das neue Thermometer vom Aldi, der Schrott hat bloß 14 Grad angezeigt, hat sich gar nichts getan. Naja, und das andere war ich gerade auch nicht begeistert. So, ich habe jetzt die Steaks in den indirekten Bereich rübergelegt. Die Kokoskohlen haben dermaßen Bums, dass hier eine wunderbare Maillard-Reaktion eingesetzt hat, eine super Bräunung. Hier hinten bei dem Dry-Age-Steak habe ich noch ein schönes Rippenmuster hingekriegt. Hier vorne war einfach die Hitze zu groß, aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch, ist ja auch eine super Geschmacksträger. Jetzt geht's los. Wir nehmen jetzt die beiden Steaks runter, tun sie nochmal geschwind in Alufolie, sie ziehen lassen, damit sich der Fleischsaft wieder sammelt.
Und der Michi nimmt jetzt noch die Kartoffeln runter. Genau. Also es ist schier nicht möglich, über den Grill drüber zu langen. Und dann werden wir anrichten. Jetzt haben wir hier wunderbar das Dry-Aged und das Wet-Aged Steak. Jetzt schneiden wir es mal an und schauen mal, was wir so Hübsches runtergezaubert haben. Wir haben es ein bisschen mehr durchgemacht, weil das dem allgemeinen Geschmack der hier Anwesenden mehr entgegenkommt. Aber immer noch schön saftig, leicht rosa Kern. Das dürfte hervorragend werden. Schauen wir mal, was wir bei dem Wet Aged hier haben. Man sieht auch, es läuft fast kein Fleischsaft raus. Jetzt nehmen wir das mal alternativ, das Wet Aged Fleisch. Man sieht, das hier ist ein bisschen roher, weil es auch ein bisschen dicker geschnitten war. Aber das macht nichts. So, und das verkosten wir gleich und sagen euch dann zum Schluss, wie es gewesen ist. Genau, und derweil heißt Vorhang auf für die Fotoshow. Also, wir haben beide eine akute Fleischvergiftung, aber das Grinsen ist einfach nicht mehr aus dem Gesicht rauszuzimmern. Das Fleisch war gigantisch und viel Beilage hat es auch gar nicht mehr gebraucht, weil es ging sowieso nichts mehr rein. Es waren jetzt insgesamt 3 Kilo Fleisch für 4 Leute. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Daumen hoch und ich glaube, damit sind wir einfach weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach ja, resümierend noch. Das Dry-Aged-Fleisch war ein Traum von der Zartheit. Der leicht nussige Geschmack setzt sich natürlich ab gegenüber dem Wet-Aged, das aber auch in gar keiner Art und Weise qualitativ irgendwo Einbußen gehabt hat. Super gezogen, es war super lecker und damit sind wir raus. Ich schau einfach mal bei dir vorbei. Ja, und ich war gerade am überlegen, was ich heute grillen könnte. Blub, 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 blub. Was hast denn da? Ich hab doch beim tollen... Gott sei Dank war das nach dem Schnitt. Mach mal nochmal. Wo kommt denn das auf einmal her? Naja, ich habe doch bei dem richtig tollen Preisausschreiben gewonnen. In der Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe. Ah.